Ja, ich glaube, angefangen hat das alles mit einem Telefongespräch. Ich stand am Flur des Studentenwohnheims, hatte mich gerade ausgeschlossen. Thomas hat mich angerufen und irgendwie nach langem Reden kam das Gespräch auf Barbarenfilme und auf Ambitionen, selber Filme zu machen. Und irgendwo in diesem langen, langen Gespräch ist die Idee entstanden, dass wir einfach ein paar Freunde schnappen, uns von irgendeinem Bekannten eine Kamera holen und einen Barbarenfilm drehen. Ja, ich fürchte, ich muss einräumen, ich bin gewissermaßen mit Schuld daran, dass der Film überhaupt zustande gekommen ist. Das war der Thomas Michalski. Der kam eines Tages einfach mal bei mir vorbei und meinte, dass sie auf der Rückfahrt vom Herlener Kino auf die blödsinnige Idee gekommen wären, einen Barbarenfilm zu drehen. Und dass der jetzige Regisseur mich dafür eine Hauptrolle haben wollte. In der urigen Annahme, dass dieses Projekt sowieso nichts wird, habe ich einfach mal gesagt, ja, cool, mache ich. Und so bin ich dann eben quasi auch dazu gekommen. Keine Ahnung, ich glaube, ich war einfach dabei. Von Anfang an. Oder so. Es war eher einfach da. Ich muss ehrlich sagen, ich bin irgendwie wie die Jungfrau zum Kind an das Projekt gekommen, denn die anderen von der Mannschaft hatten den Plan schon längst gefasst, ehe sie mich damit konfrontierten. Ja, und auf einmal war ich mit im Boot und wurde quasi vor vollendete Tatsachen gestellt und mir blieb überhaupt keine andere Möglichkeit mehr, als mitzumachen. Wie gesagt, wir haben uns da mit ein paar Freunden einfach mal lustig darüber unterhalten, bis wir eigentlich gedacht haben, das können wir eigentlich auch machen. So ein Barfilm, der ist ja nicht schwer zu drehen. Da probieren wir einfach mal. Erinnerungen anwerfen. Hauptsächlich durch Michalski, Matthias, die irgendwann damit anfingen. Das war, glaube ich, die Story mit dem. Irgendwann nachts auf der Couch ist die Idee entstanden und ja, brauchten halt Leute, ne? Die Zeit haben, die mitspielen wollten, die allen möglichen Blödsinn machen. Ja. Wir hatten mit einigen Leuten schon im Vorfeld geredet. Wir mussten uns sicher sein, dass das möglich war, dass das mit dem Equipment klappen würde und auch, dass die Leute Zeit hatten. Die wirkliche Eröffnung haben wir aber an Thomas Geburtstag gemacht. Ihr wollt ein paar für mich. Ja, richtig. Hey, cool, darf ich mitmachen? Ja, die Idee war nicht einfach nur zu labern, sondern entsprechend auch direkt Bilder für uns sprechen zu lassen. Nur war natürlich nichts gedreht. Ich meine, wir hatten zu dem Zeitpunkt nicht mal wirklich eine Kamera. Also haben wir uns ein Bild von Arnold Schwarzenegger, ich glaube aus dem ersten Conan-Film genommen und haben da das Gesicht unseres auserkorenen Hauptdarstellers Michael Mingers drauf retuschiert. Der hatte in der Bierlaune bereits zugesagt und behauptet bis heute niemals geglaubt zu haben, dass das echt für ein Projekt war. Tja, ich habe, wie ich eben schon sagte, also ich dachte zuerst, dass aus dem Projekt nichts wird und dass es eine blödsinnige Idee war. Als sie mich dann aber zum ersten Mal in dieses Kostüm stecken wollten, dann wurde mir doch langsam klar, dass ich meine Seele quasi verkauft hatte. Ja, das war mit auf Michalskis Geburtstag, mit dem. Ich habe mir immer mal so ein bisschen scherzhaft drüber geredet und so, aber dann hat Michalski diesen Teaser-Vorspann-Projekt-Inspirations-Dingsbums-Films mal so ein bisschen grob zusammengeschnitten. Ja, dann haben wir das einfach vorgeführt und dann war klar, wir machen das Ganze. Ja, wie gesagt, das Drehbuch ist gerade in der Mache. Kein Es ist schon schwieriger als gedacht, damit jeder auch so spricht, wie er soll. Aber es wird langsam. Story, ja, stimmt, der Film hat ja auch eine. Keine Ahnung, irgendwie aus dem Kränkenkopf meines Freundes entsprungen. Ich glaube, da haben sich einfach Thomas, Matthias, Markus und wer weiß ich sonst noch zusammengesetzt und dieses Drehbuch geschrieben. Was ich dann später einfach nur abgereiert habe. Between the fall of mighty Parmenia and the appearance of the Hebrew god, there was an age of great wonders, ancient gods and perilous adventures. I'm Zorro, the Eiffelarian. This is Schmand, a wizard. Hi. Xoro ist ein Barbar. Das ist alles, was wir am Anfang wussten. Und als wir dann wussten, dass das Korb den spielen würde, da hat sich das Ganze langsam gefestigt. Ja, Xoro und Schmand sind ein sehr durch Freundschaft verbundenes Gespann, die, wie Schmand im Film ja auch schön sagt, die Muskeln und das Gehirn darstellen. Obwohl Xoro ja nicht dumm ist,
Er ist mehr der Dominantere in den beiden und ich glaube, Schmand gefällt das auch so. And I am Schmand, his wizard and companion. Wie befinden uns Sorcerers? Schmand ist einfach aus der Conan-Filmvorlage entstanden, wo es eben Akiro gibt, der Zauber, Mentor, Begleiter, Diener Conans. Und wir wollten einfach eine ähnliche Rolle haben. Ja, also Zorro und Schmand sind halt die beiden Helden des Films. Und wie so echte Barbaren aus anderen großen Produktionen tun sie nichts weiter, als durch die Landschaft zu streifen und Abenteuer zu suchen. Ja, das ist ganz toll. Also Zorro und Schmand, das ist so eine richtige Männerfreundschaft. Und naja, die haben sich halt so irgendwann kennengelernt und ziehen durch Eiffelaria. Ja, und sind eigentlich so ein richtig gutes Gespann. Der eine fürs Denken, der andere fürs eher grobere. Und ja, das ist auf jeden Fall ein nettes Pärchen und ich denke mal, das kommt im Film auch hoffentlich so rüber, dass die beiden ja zusammen schon eine ganze Weile auf Puckel haben. Xoro ist eher der, ja, der wilde Draufgänger-Typ, dem nichts, ja, ich sag mal so, der nichts wirklich plant. Er stürmt eher so einfach voraus, während Schmand eher so der, ich sag mal, eher so der Denker-Typ ist. I'm of course Hilda, warrior princess of my people. So, what the heck were you doing in my fight? Hilda ist der seltsamste Charakter im Film, weil für Hilda gibt es in der Form eigentlich keine Vorlage. Ja, Hilda ist so ein bisschen ja, der Amerikaner unter den Barbaren. So ist ja auch zumindest versucht worden, im Sprech von ihr unterzukriegen, dass sie immer etwas amerikanischer Englisch spricht als die anderen beiden. Und ja, sie ist halt so eine Amazone. Ja, Hilde, unsere Kriegerprinzessin, kommt ja irgendwann hinzu und zerstört das super kameradschaftliche Verhältnis zwischen Xoro und Schmand. Was Schmand nicht wirklich gut zu gefallen scheint. Xoro hat damit allerdings kein Problem, denn er findet diese Amazone doch recht dufte. Ja, right. Let's not give the gem away and get payments of ridiculous proportion just because Sparky here saw some scary pictures in this gay temple. Ja, und Hilde ist ja, so ein bisschen auch, denke ich mal, auf mich geschrieben worden, zumindest was die Arroganz und so angeht. Ich denke, das passt schon ganz gut. Not magic craft, not force of steel could bring down this warrior. Morold ist der Schurke. Ja, Morold, der Schurke des Films. Hervorragend dargestellt durch Markus Heiden. Großartig. Ja, Morold, beziehungsweise sein alter Ego Hans, ist ja der Schurke des Films. Und den haben wir halt im Gegensatz zu Xoro darauf angelegt, dass er halt mehr auf Zivilisation aufbaut. Und eigentlich im Gegensatz zu Xoro steht, der ja eher für diesen ganzen Natur- und Wildniskram steht. Während Morold eigentlich versucht, erstmal den Gem zu bekommen, was natürlich noch weiter erklärt wird. Morold will nicht wirklich die Weltherrschaft an sich reißen, wir wissen nicht wirklich, was er will. Aber ich denke, er bemüht sich nach Kräften, der wirkliche Schurke des Films zu sein. Ja, der Morold, der sitzt in seinem Türmchen und heckt von da böse Pläne aus. Ja, und entsendet da seine Leute in die Lande, um Böses zu verrichten. Aha! I am Zorg, greatest warrior general of Lord Morold! Zorg, ja, Zorg ist der oberste Anführer von Morold, dem bösen Magier. Ein sehr cooler Typ. Kommt leider viel zu kurz im Film vor. Hat eine Elite-Einheit super Truppen unter sich, die er selbst ausgebildet hat. Darunter auch den Übermurmer. Gehen leider alle drauf. Scheiß Drehbuch. Ich war dagegen. Seine schwarz gekleideten Goons haben uns sehr viel Spaß bereitet, indem wir ihnen einfach mal auf die Schnauze hauen durften. Das war einfach mal angenehm, Leute mit Schwertern verkloppen zu können, ohne dass sie sich beschweren. In unserem Barbarenfilm greifen wir auch auf das Cinema Asia-typische Element des Ninjas zurück. What command you, Master? Baka Baka.
Er ist einer von Morolds besseren Angestellten, ist sein Hitman, ist sein Hausmeister und naja, es gibt nicht wirklich viel Hintergrund zu dem Charakter, aber ich denke schon, das ist ein ziemlich trashiges Ding geworden. Backerback. Dweck, Queen, enlighten this soul with your spark and make him come. 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 Come to be one of our beloved friends. Queerold. Queerold. Ja, Queerold ist mein Mitbewohner. Queerold. Ja, der oberste Priester der Schwulengottheit. Auch wieder eine grandiose Vorstellung von Oliver. Das muss man einfach mal sagen. Wir hatten sehr viel Spaß. Es war zwar etwas schwierig, nicht immer uns anmerken zu lassen, wie viel Spaß uns das macht in dieser Szene, denn die war ja ernst. Aber ich bin schwer begeistert von dessen Darstellung und auch von seinem Mann, von seinen Creepies. Großartig. Ah, der Queerold ist ja der große Anführer von einem noch viel großartigeren Kult und ich denke, er kommt in dem Film schon ziemlich genauso rüber, wie wir uns das gedacht haben.